Herzlich willkommen zu einem neuen Video, wie ihr bereits in der Überschrift gelesen habt. Ja, leider, leider ist es so. Und zwar haben wir den SEC hier soweit eigentlich fertig gemacht, außer ein paar Kleinigkeiten, dass da auf der Messe stehen kann. Bis dahin, bis zur Messe, ist er nie richtig gelaufen. Das heißt, was heißt nicht richtig gelaufen? Der ist gelaufen. Aber wir haben ihn nie länger wie 5 oder 10 Minuten laufen lassen, weil er im Prinzip nie fertig war, hier auf dem Hänger, vom Hänger wieder da runter, wieder reingefahren und so weiter. Ende von der Messe war es so, dass wir das laufen lassen haben, bis ich dann draußen war, weil viele Leute rausfahren wollten, hat es ewig gedauert, und bis ich dann auf das Fahrzeug, auf den Hänger draufgeladen habe, bestimmt eine halbe Stunde. Was ist passiert? Temperatur hat sich nichts getan, aber er hat aus dem Motorraum richtig rausgequalmt. Und zwar ging es darum, ich habe da mal dahinter geguckt, war Ventildeckel extrem undicht. Darauf kommt noch hinzu, dass der Anton war bei mir, der Motorenbauer, BBR. Und der hat auch gesagt, dass die Dinger, wenn sie alt sind, auch gern die Kopfdichtung eigentlich durch ist. Weil der hat, ist mir ja schon aufgefallen, dass er blau rausgeraucht hat. Also, Ventildeckel, Kopfdichtung. Und ich mache mal auf. Also gehen wir davon aus, dass Ventilschaftdichtungen durch sind, Kopfdichtung durch ist, Ventildeckel durch ist. Die Kopfdichtung hat der Anton gesagt, dass es bei dem nicht einmal so unbedingt die Temperatur ihnen anzeigt, indem es jetzt hochgeht. Muss nicht hochgehen. Das Auto stand ja, keine Ahnung, 15 Jahre, 18 Jahre, bevor wir den geholt haben, aus Ingolstadt damals. Also kann man davon auch ausgehen, warum wurde der da abgestellt? Hatte er diese Probleme damals schon? Weiß ich nicht. Und umso länger du ihn laufen lässt, umso mehr raucht er auch hinten raus, blau und hier aus dem Motorraum aus. Auch. Jetzt gucken wir mal hin, ob wir überhaupt was erkennen können. Da sieht man hier überall, dass es hier ein bisschen rausdrückt. Ne? Ein bisschen feucht. Ich zoome es mal euch mal hin, ob man es vielleicht da erkennen kann. Und das gleiche natürlich auch auf der anderen Seite. Hier erkennt man es jetzt. Und dann tropft es natürlich auf den Krümmer hinten oder unten drauf und dann qualmt es natürlich ordentlich. Ne? Was machst du jetzt? Auto soweit fertig, Technik scheiße. So, jetzt habe ich mit dem Anton gesprochen. Habe gesagt, was sollen wir machen? Sollen wir hier schon mal Ventildeckel? Dann sagt er, nee, macht da auch gleich den Kopf runter. Also Motorschaden ist es jetzt nicht, ne? Aber alles zerlegen, Kopf runter, Kopf zerlegen, Kopf nochmal bearbeiten, beziehungsweise Plan machen, tun und alles wieder zusammenschrauben. Dann ist die Frage, wie sehen die Zylinder aus, beziehungsweise die Kolbenringe, sind die noch in Ordnung? Wenn die natürlich in Ordnung sind, ist mein Plan, das werden wir aber sehen, wenn wir den Motor aufhaben, ist mein Plan, dass man, wenn Zylinder alles in Ordnung ist, Kolbenringe sind gut, dass man dann einfach wieder die Köpfe macht, neue Kopfdichtung. In der Hinsicht können wir auch natürlich die Servopumpe, die natürlich da drin undicht war, aber die man jetzt von hier aus wahrscheinlich gar nicht sehen. Die sieht man nur von unten. Sieht man nicht? Die sieht man nur von unten. Die war ja auch undicht, dann können wir die auch gleich in dem Ding zusammen, wenn schon der Kopf und so runter ist, dann kommt man auch vielleicht besser hin, dass man dann vielleicht auch nochmal neu abdichten lässt. Wenn aber die Zylinder was haben, wenn die Zylinder was haben, also in diesem Video wird es noch so sein, dass wir den zum Anton bringen, und vielleicht mal anfangen, so Teile zu zerlegen. Wenn die Zylinder was haben, dann muss der Block ja im Prinzip frisch gemacht werden. Das heißt, da er schon, das ist ja ein 560 SEC, das heißt, er hat die 5,6 Liter Kurbelwelle, wie bei dem hier. Das heißt, dann bohren wir ihn auf, gleich auf 6 Liter. Wenn wir schon alles sauber machen, dann gebe ich, okay, wobei die Kolben ja scheiße schweineteuer sind. Da muss man nochmal gucken, ob wir sie irgendwie günstig kriegen. Wenn wir sie natürlich günstig kriegen, dann ist es sinnvoll, dass man das gleich auf 6 Liter, wenn die Zylinder nicht mehr gut ausschauen. Soweit mal. Gut, ich mache das jetzt so. Ich lade den jetzt heute wahrscheinlich, morgen auf den Hänger und dann geht's zum Anton. Also, bis gleich. So, aufgeladen. Ich hoffe, dass ich den nicht mehr allzu viel so auf dem Hänger rumfahren muss. Das ist jetzt die letzte Fahrt auf dem Hänger und danach kann ich ihn vielleicht schon auf Achse wieder zurückholen, wenn der Motor endlich auch fit ist, weil danach muss er noch zum Damiano einmal. Damiano muss die Begrenzer reinmachen, aber ist ein anderes Thema. Jetzt zuerst mal Technik und noch ein paar Kleinigkeiten,
Also nicht das, was ich euch schon erzählt habe, was Thema Motor betrifft, sondern auch mal so außenrum, was alles so geölt hat. Zeigen wir aber vor Ort. So, angekommen bei Anton, hier bei der Firma BBR. Hab mir auch schön hingestellt hier, ne? Dass ich mit der Lippe kein Problem mehr habe. Ja, abladen und dann fahren wir mal rein und dann gucken wir uns das mal so ein bisschen an. Oder der Anton hat mit diesen Motoren, allgemein auch Mercedes, echt viel Erfahrung und daher die gleichen Infos. So, Fahrzeug ist auf der Bühne. Guck mal, was hier liegt. Ein 12-Zylinder Ferrari-Motor. Lecker, ne? Hier die Köpfe, hier die Kurbelwelle. Teures Gerät. Also, was ich jetzt im Prinzip alle Probleme zähle ich jetzt mal noch auf, was ich an diesem Fahrzeug noch habe. Der verliert leicht immer noch Sprit, habe ich gerade vorhin gesehen. Hinten irgendwo an der Leitung, die wir mal repariert hatten. Dann habe ich das Problem. Diese Relais hier haben wir schon zweimal ausgetauscht. Und zwar, weil der, sobald ich einen Strom gebe, gibt er der Pumpe Vollgas. Alles hinten neu. Relais haben wir schon zwei Stück ausgetauscht, weil der eine schon nicht mehr ging. Jetzt habe ich den einen neuen rein. Problem, das. Zweiten neuen rein, auch Problem, das. Aber nicht original. Weiß ich nicht, ob das am Zubehör oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, da gucken wir noch danach. So, dann haben wir die undichte Servopumpe, die wir auf jeden Fall, auch wenn der Motor so halbwegs draußen ist, den wir auch dann praktisch neu abdichten lassen. Das ist das eine Problem noch. Dann natürlich das ganze Zeug hier, Riemen und das und jenes, sollten wir auch alles neu machen. Im Bezug auch der Thermostat, Wasserpumpe, alles so rundherum einmal neu. Weil ich möchte endgültig, wenn er fertig ist, soll er fertig sein. Und dann soll er fahrbereit sein, dass ich auch von hier bis keine Ahnung wohin fahre. Weil alles, was so noch verbaut ist, ist alles noch 30 Jahre alt, wenn noch nichts gemacht worden ist. Deswegen will ich jetzt einfach meine Ruhe und will das. Ist da ein Fleck drauf? Nee. Oh, was der Anton jetzt gesagt hat. Motorkabelbaum. Schaut mal her. Bröselt hier auch alles weg. Und das ist immer außen irgendwie, ne? Also ganz bröselt jetzt hier auch nicht alles weg, aber am besten mal ein Kabelbaum mal freilegen und dann sieht man auf jeden Fall mehr. Das sind halt so Sachen, ne? Warte mal, bis Anton da ist. So, Anton. So, du sagst, kann gut möglich Kopfdichtung kaputt sein. Wenn sie lange stehen, kommt es vor, ja. Aber Temperatur ging null hoch. Ja gut, das Temperatur null hochgehen ist ja eine Gefahr an sich. Ja. Entweder ist dein Thermostat kaputt oder ist kein Wasser Nein, drin. Ich meine jetzt, der geht auf 90 Grad, aber nicht höher. Nicht höher, okay. Ja, und dann habe ich jetzt auch im Öl, siehst du auch jetzt auch kein Wasser. Im Wasser ist jetzt kein Öl drin. Nein, wenn die nach dem Stand einen Zylinderkopfdichtung Schaden haben, dann ist das ein massiver Schaden an der Kopfdichtung. Ja, dann verbrennt der Wasser. Okay. Dann qualmt er raus und der qualmt im Moment nur blau. Ja, blau ist eigentlich nichts mit Kopfdichtung. Ja. Jetzt gucken wir mal, wir nehmen. Aber sinnvoll wäre es ja, wenn wir eine Kopfdichtung gleich neu machen. Ja gut, wenn wir die Köpfe runterbauen. Ja, Köpfe können bunt sein. Ventilschaftdichtungen. Genau, Führungen, solche Sachen. Okay. Und du hast auch gemeint, wegen dem Kabelbaum, ob man den, gut, der, man sieht ja hier überall, der fällt ja schon hier außen auseinander, aber die Kabeln da drin sind jetzt, also da kenne ich so aus Japan viel schlimmere, weißt genau, du? Genau, aber du siehst ja hier, guck mal, jetzt haben wir den bewegt, film mal hier rein, hier ist er gebrochen. Oh. Ist schon. Okay. So, und dahinter wird es generell ein bisschen wärmer, ein bisschen so wie die da aussehen, mal gucken. Und wenn du dir hier einen Fehler irgendwo reinmachst, irgendein Kabelbruch, ja, das ist halt die Hölle. Ja, ja, dann kannst du so Fehler suchen, ne? Genau, und dann gehen Tage einfach ins Land. Und deswegen hat man die Möglichkeit heutzutage, du schickst deinen Kabelbaum dort ein. Ja, kriegst einen neuen zurück. Genau, und die fertigen den quasi nach dem Muster. Und dann kannst du sicher sein, es ist der passende, weil ich bin mir recht sicher, es gab bestimmt, weiß nicht, 10, 20 verschiedene Kabelbäume. Bei dem Motor meinst du? Ja. Bau ja anders, irgendein Pin anders, anderer Kabelbaum. Okay. So, wie willst du das alles
Jetzt nochmal eine Frage. Wenn wir jetzt die Köpfe runternehmen, also Ventildeckel ist klar, Köpfe, ja, machen wir Ventilschaftdichtungen und so neu, Kopfdichtung neu. Ja. Was ist, wenn der Zylinder scheiße aussieht, oder meinst du nicht dafür? Ja, das ja, was wir gesprochen haben, ist auch ein Risiko bei den Motoren, aber es ist kein Auto aus Amerika, ja, was schon mal gut ist. US-Imports sind immer schlecht. Also ich habe noch keinen guten gesehen. Ähnlich wie Japan, oder? Japan, meinst du wegen der Hitze oder ja, wegen was? Okay. Die sind auch schlecht gewartet, so, dann verschleißen die. Das sind ja Aluminiummotoren. Mhm. Alusil, die sind empfindlich. Die brauchen einfach Liebe, ja. Gute Pflege. Das hat der bis jetzt eigentlich nicht viel gekriegt, außer Ölwechsel und Kerzewechsel und das und jenes. Hauptsache mal, dass er mal läuft, ne? Und nachdem wir jetzt erst ein paar Mal warm laufen lassen, haben wir auch gemerkt, was das Problem ist. Da sage ich jetzt, machen wir einmal, keine Ahnung, Thermostat, Wasserpumpe, gucken wir uns das, wenn es eh alles zerlegt ist. Ja. Mach's einmal. Du merkst einfach, dieses Kopfproblem zum Beispiel ist, wenn du das Auto fährst, ja, und es bleibt an der Ampel stehen, so irgendwie eine Minute oder zwei, und dann kriegst du Drehzahlschwankungen? Drehzahlschwankungen nicht unbedingt. Auch, der fängt vielleicht an zu sägen, weil ihm dann schon ein Zylinder aussteigt. Okay. Dann merkst du, oh, der läuft nicht mehr auf einen Zylinder. Ja. Dann gibst du Gas, hinten kommt eine Wolke raus, dann kommen die Zylinder wieder. Das ist einfach von der Konstruktion hier gemacht oder ist einfach so blöd. Wenn dort Öl runterläuft am Einlassventil, läuft es genau über die Zündkerze. Okay. Ja, du siehst hier, die Zündkerzen sind ganz unten. Ja, ja. Also läuft genau auf die läuft Zündkerze. Genau über die Zündkerze, buff, geht zu, kein Zündfunken, du gibst Gas, das schwemmt es frei. Kommt und dann wieder, geht ja, er wieder. Das ist so der erste Anzeichen oder für Kopfprobleme. Okay. Ja. Und wenn die Köpfe unten sind, dann sehen wir, was Sache ist, was da drunter ist. Und dann war ja, habe ich ja auch schon vorher angeteasert, dass wenn die Zylinder, was wir jetzt nicht hoffen, habe ich auch eigentlich keinen Bock drauf, weil das alles nur Geld kostet, auf 6 Liter umbauen. Mhm. Könnte man theoretisch gleich machen, weil er die 560er Kurbelwelle bereits schon hat. Ja. Wobei die Kolben nicht billig sind. Ja, aber du kennst doch einen, der hat welche, oder? Ja, da gibt es nicht her. Schöne Grüße an Raphael hier. Wir machen nächste Woche kriegen wir ein Gehäuse zum 6 Liter machen. Ja? Mhm. Okay. Der kriegt dann 100er Bohrung. Echt? Ja, und das war's. Also ist nicht das war's, aber... Ihr macht das gar nicht mit der Kurbelwelle. Ja doch, 560 muss. Die Kurbelwelle muss ja. Genau, aber es reicht ja haben nicht. Was haben wir bei unseren 124er verbaut? Muss man nochmal gucken, was wir da verbaut haben, ob das auch 100er waren. Oder waren das kleinere? Was habt ihr da? Ich soll auch 6 Liter, mein 124er. Geht aber, meine ich, nicht nur über die Kolben. Da, das nein, geht muss nicht. Eine andere Kurbelwelle sein. Das ist die Kurbelwelle 560 ja, gewesen. Ja. Ja. Ja, dann müssten das vielleicht auch doch 100er sein. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass man da, also ich hoffe es nicht, dass die beschädigt sind, die Laufbahn. Wenn es so ist, dann ist es so. Aber ja, jetzt haben wir auch gesagt, weißt du, weil ich will das Ding vielleicht doch irgendwann, vielleicht nach dem Sommer verkaufen, dann ist halt alles einmal frisch. Auch Kabelbäume frisch, dann sollte auch nichts mehr kommen. So rostmäßig haben wir nichts mehr. Lackmäßig ist er fertig. Die Autos sind einfach von der Technik schon sehr, sehr aufwendig, ja, ABS und so weiter, und in der Wartung und Instandhaltung sehr teuer. Ja. Und hier ist kein Gleichgewicht im Prinzip, also deswegen sind es die wahren Liebhaberfahrzeuge. Ja? Jemand, der hier Geld investiert, der liebt es, weil das ist ein teurer Spaß. Ja gut, aber und das, wenn du es einmal machst, machst du es einmal richtig und dann hast du Ruhe. So, deswegen ja, machen wir das jetzt auch einmal, nicht nur den Ventildeckel, sondern machen wir einmal alles. Dann wissen wir es halt. Weißt du, haben wir auch mal reingeguckt, dass alles safe ist. Und gerade so aus und rum, immer mit, selbst die Keilriemen und so sind noch alles alt. Dass man da beim Zusammenbau einfach alles nochmal frisch macht, weißt du? Oder? Wenn man das eh einmal in die Hand nimmt. Ja, Riemen machst du neu, die machst du ja sowieso runter, ja, dann ja, sollte der Motor dann tatsächlich raus. Ne? Gut, dann sind wir gespannt. Das ist ein neuer hier, oder? Das sieht neu aus. Gibt's nicht mehr von Mercedes. Ich glaube, der war schon drin, der hier. Ja, weiß jetzt gar nicht mehr. Gut, dann verbleib mal so. Wenn du den halbwegs zerlegt hast, komm ich vorbei. Genau, wir legen das alles aus, dann zeige ich dir, wo die Probleme waren. Schlecht gut, gut schlecht. Ein Kabelbaum machen wir halt einmal, oder? Genau, zwei Firmen habe ich dir. Ja.
Der eine soll wohl ein bisschen schneller sein, der andere ein bisschen... Okay, ich rufe die mal an, die habe ich mir schon geschrieben. Genau. Ja. Okay. Gut, also, dann verbleiben wir so und ich komme dich demnächst wieder besuchen. So, meine Damen und Herren, viele, viele von euch denken wahrscheinlich jetzt auch, hier, Mutlu, muss es sein mit dem SEC, die Investition, so wie er jetzt ist, ist er nichts wert. Was heißt nichts wert? Ich weiß, was für Themen da kommen, wenn ich den so verkaufen will. Dann sagt jeder, oh, das kostet 15.000 Euro oder sonst was. Und nur halb so halblebig, Ventildeckel, das, jenes. Nein. Wenn wir es machen, dann machen wir es so, dass wenn ich das Ding verkaufe, kann ich sagen, pass auf, frisch. Und im Sommer habe ich dann auch kein Theater mehr damit. Das ist der Grund, warum ich sage, macht man es richtig. Und der Anton hat da sehr, sehr gute Erfahrungen damit oder kennt sich damit gut aus. Natürlich vom Preis-Leistung passt es auch. Obwohl es mit den Investitionen jetzt an dem Auto, mit dem Motor, jetzt eigentlich gar nicht sein musste. So, aber man hält sich da im Rahmen vom Preis her. Und deswegen mache ich das und habe ein ruhiges Gewissen, gutes Gewissen. Ich kann so ein Auto jederzeit auch verkaufen, die Leute haben es dann auch gesehen. So, aber jetzt Schluss. Bis dann, ciao.